der letzte Extinktionstrupp in dieser Stadt verschwunden ist. Oh Mann, seit sie entdeckt worden ist, dass hier ein einziges blutiges Schlachtfeld. Spectre 1, schnappen Sie sich den Bohrer und zerstören Sie alle Nester. Dann den Sprengkopf scharf machen und wieder zurück. Willkommen zu einer neuen galaktischen Folge Alien-Modus mit dem gaytastischen Weltraum-Wunder-Ruppeleisen-Eroberer Kreis. Ich bin Sancho. Wie Sancho? Ich dachte, du bist der Wunder-Ruppeleisen-Mann. Wunder-Ruppeleisen. Ich hab ein wunderschönes Ruppeleisen. Oh Gott, ey, ich habe das ja ewig nicht gespielt. Habe ich das überhaupt mal gespielt? Ich weiß nicht. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bin voll raus, aber du wolltest unbedingt galaktische Abenteuer erleben. Ich habe gesagt, ja gut. Ein bisschen Abwechslung, weißt du, ein bisschen reinswingen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Achtung, hier. Nicht schießen. Nee, denn hier gibt es ja diese krassen Missionen. Ja, nur schlitzen. Dann gibt es einen Punkt mehr. Dann gibt's einen Kuss auf die Eichel von dem Alien. Mal auf einen. Aber ich fand den Modus eigentlich richtig geil. Ja, eigentlich so von der Idee her ist der cool. Auch so vom zwischendurch Sachen kaufen von seinen Punkten und so. Das ja, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ist eigentlich voll der cremige Modus. Gut, wir haben keine Bubblegums und so. Weißt du, wir brauchen so einen modernen Schnickschnack. Ja, Kaugummis, hallo. Zombies, weißt du. Ich glaube, Aliens sind im Moment eine aktuellere Gefahr. Ja, Aliens sind gerade eine ziemliche Bedrohung. Ich habe mir die aktuelle Marktlage angesehen und es sieht nicht gut aus. Festgestellt. Experten wie Jeff Goldblum sagen, demnächst könnte was passieren. Ja, ja. Und Goldblum, der lügt ja nicht. Nee, natürlich nicht. Wollen wir schon direkt bohren, oder? Ich weiß nicht, hier liegen überall manchmal so Müllbeutel rum. Ich habe schon ein Magazin gefunden. Oh, hier ist was. Der reiche Bengel kann sich einfach mal hier ein Magazin holen. Leuchtsignal. Weißt du, davon kann ich nur träumen. Brauchst du ein Leuchtsignal? Hier liegt ein Leuchtsignal rum. Warte mal, ich habe hier auch ein bisschen Müll. Ach, Fähigkeitenpunkte. Guck, ich habe gleich zwei Stück. Wie, du hast zwei? Ah, ich auch. Nicht mal Teambooster? Ja, wir haben einen zusätzlich. Also man sollte auf jeden Fall die Geschütze nehmen und die Munition wäre auch nicht schlecht. Ich habe jetzt erstmal einen Teambooster genommen. Ja, und Explosivmuni. Dann gehe ich mal hier auf die Panzerbrechende und... Naja, Geschütz brauchen wir jetzt nicht, dafür haben wir kein Geld. Ich glaube, ich pimp mal hier ein bisschen den... Diese Gasbuddeln, mussten wir die nicht irgendwie sammeln? War da nicht was? Ich erinnere mich, da vage. Naja, es gibt eine Herausforderung. Also es gibt ja immer diese Herausforderung, wenn man den Bohrer aktiv macht. Und eine davon war mal, dass man die Dinger halt hier gegen die Propan-Dinger lockt und dann schießt. Ja, nee, hier hinten mussten wir die nicht alle hier reinschmeißen in das Hauptnest? Ich habe mal einen reingeworfen schon. Ja, später gibt's da sowas. Später gibt's irgendwas, wo man die Dinger reinwirft, da macht man schneller irgendwie mehr Schaden. Da gibt's noch so einige Kniffe, die wir aber leider alle nicht mehr können. Nee, ist jetzt erstmal ein kleines Warm-up. Das ist ein kleines Didgeridoo. Ich nenne das auch heiße Jungs wärmen sich auf oder irgendwie sowas Schwules. Es sind auf jeden Fall Trockendehnübungen. Ja, genau. Weil wir haben noch nicht die Likes, um uns irgendwie Öl zu leisten, das ist einfach noch nicht drin. Nee, wir müssen noch mit Holz und Presssparen arbeiten. Okay, was jetzt? Alter, ich hab nicht mal eine Knarre, ne? Ich bräuchte vielleicht. Eliminator ist, glaube ich, wenn du down gehst. Also nicht sterben, bevor das Nest hier zerstört ist. Aber wir können schießen. Wechseln Sie nicht in den Eliminator? Eliminator? Eliminator. Eliminator? Ich bin Emil Nator. Ich bin Emil Nator. Emily Nator. Emily Nator? Wäre doch cool, wenn du Emily heißt und mit Nachnamen Nator. Glaubst du, den Namen gibt's, Nator? Die Familie Nator, bitte an die Kasse. Ja, wieso nicht? Wieso? Aber wer sollte Familie Nator an die Kasse rufen? Keine Ahnung. Familie Nator, bitte an die Information. Oder was? Die kleine Emily. Die kleine Emily Nator. Was, der Eliminator? Ist aber easy. Ist auch ein bisschen Glück, was man hier am Anfang bekommt. Ja, ein bisschen schon. Aber ich freue mich. Mal wieder hier so ein bisschen Aliens verhauen. Ja, ist auch mal wieder lässig. Weißt du, der andere Modus, ne? So nach zwei Wochen immer dieselbe Map, Alter, immer Eisendrachen, da bist du auch irgendwann Baller. Ja, irgendwann wirklich. Was machen die da oben auf dem Dach eigentlich? Ich hätte mal richtig Bock wieder auf BO2 oder BO1. Ich glaube, das müssen wir auch bringen. Oh ja. Die guten alten BO-Zeiten, die müssen wiederkommen. Die müssen einfach wiederkommen. Wenn ihr da draußen das genauso seht wie wir, dann Hashtag wiederkommen. BO2-Zeit. Oder wiederkommen. Oder Emilinator. Emilinator. Es gibt zu viele Hashtags. Ja, ja, heutzutage wird aus allem ein Hashtag gemacht. Alles ist ein Hashtag. Was denn nun? Das dauert halt. Sowas dauert eben. Das kann doch nicht so lange dauern. Ja klar, das ist nicht der gute Markenbohrer aus dem Bauhaus.
Aldi. Aldi stellt bestimmt Bohrer her. Meinst du aber die, ja gut, aber vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht. Weiß man's? Weiß man nicht. Ey, ich habe keine Munition mehr. Das Bad News, ich habe keine Money. Na, schön. Jetzt haben wir hier wieder 2 Punkte, ne? Ja. Schon irgendwie Gil. Junge, es kommen noch Gegner. Warum kommen hier noch Gegner? Der Bohrer ist aus. Haben die die Mail nicht bekommen? Das Rundschreiben nicht gekriegt? Echt? Sind die so schlecht informiert? Hallo, Aliens? Hallo. Ich meine, die müssen doch wirklich Bescheid wissen. Büro. Ich bin auch schon so schnell gelevelt. Ich habe mal ein Geschütz gemacht. Geschütz ist auf jeden Fall mega importante. Mega importante. Achso, das muss man eh noch extra kaufen dann, ne? Ja, du musst die ganzen Sachen dann nochmal extra aus dem Ärmelchen zuckeln. Junge. Ohne einen Zuckler ist da nichts drin. So, aber ich habe keine Munition. Leben gemacht. Ach ja, und Knarren müssen wir ja auch kaufen, ne? Hier gibt's eine Panzerfaust. Nee, die ist mir zu hart. Ich kaufe mir erstmal hier eine AK-12 liegt hier rum. Oh geil, ich habe hier nochmal eine Packung Munition gefunden. Ein Schmeckersinn. AK-12, CRB. Ah, gab's hier nicht irgendwo eine richtig geile, versteckte Subknarre? Was habe ich denn hier? Ein Soflam. Wie geil ist das denn? Soflam. Was hast du, Alter? Bist du an der Dönerbude oder was? Ich nehm gerne einen, ich hätte gerne einen Soflam. Soflam mit extra Soße. Soflamkuchen. Boah, hier oben kannst du ans Geschütz für 750 fluppen. Für eine Handvoll Eiersalat kannst du hier ran. Hier gibt's die MR28. Scheiße, ich habe mir eine Single-Fire-Waffe geholt, aber die macht Damage. Aber keine MR28, oder? Doch, ich glaube schon. Huh, was ist das hier? Krass, nochmal ein Magazin. Er durchwühlt da die Müllbeutel. Ja, klar. Kommen immer wieder welche, kann das sein? One-hitted. Ja, klar. Wo hast du die gekauft? Hier drüben am Dreck, oder was? Die ja, hier? Ja. Na, die ist nicht so Premium. Deswegen, ich glaube, die Vector war ganz gut. Später gibt's ja diese Chainsaw, oder wie die hieß. Boah, aber wenn jetzt so viele Aliens kommen, ne, dann bricht mein System schon heavy. Aua, auch meine Lebensenergie. Boah, werde ich hier gerade geditcht? Ja, ich wurde richtig geditcht. Ich muss mir erstmal hier einen Schmerz freilaufen. Ich glaube, es war ein Querditcher bei mir. Aber kann man so nicht im Prinzip unendlich Geld sammeln, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur rumstehe und... Ja, aber ist ja auch lame, oder? Ja, aber ich... Oh! Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Die... Früher oder später zerreißen die dich. Oh Gott, oh Gott. Das Wiederbeleben dauert. Oh, hab ich das hinbekommen? Wir sollten danach auf jeden Fall... Ich glaube, jetzt gehe ich down. Also ein Treffer und ich bin weg. Keine Munition. Ich muss erstmal hier den Schmerz jetzt ein bisschen rauslaufen. Ich muss hier eine Runde joggen. Ich glaube, wir machen das gerade vom Grund auf falsch. Ja, wir sollten den Bohrer platzieren. So, jetzt. Ich habe hier ein bisschen eine ruhige Minute. Hier drüben ist auch noch ein bisschen Spezialmunition. Ich nehme jetzt den Bohrer, ja? Okay, wenn du willst, kannst du es tun. Ich mach das jetzt. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Ich glaube, einer muss auch immer die Standardmunition mitnehmen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe alles verlernt, was ich jemals wusste. Ich auch. Ich weiß gar nichts mehr. Ja, Mist. Alien mit Scharfschützengewehr. Kannst du voll knicken. Da oben gibt's eins, aber irgendwie lohnt sich das nicht. Ist, glaube ich, jetzt eh schon zu spät. Hätte man direkt machen müssen. Ich glaube, man muss hier schon ein bisschen am Ball bleiben mit dem Bohrer. Also, ne? Der Modus hier ist extrem taktisch auch. Also, man muss wirklich. Man kann nicht einfach irgendwie machen, was man will. Man muss schon ein bisschen planen. Ja, so ein bisschen so First-Round-Kram hier, der funktioniert hier nicht so easy. Einfach und mal natürlich machen. Ist man extrem abhängig, was für eine Herausforderung bekomme ich. Ja. Ich meine, so ein Scharfschützending, wenn jetzt keiner Geld dabei hat, ist halt shitty. Und du brauchst diese ganzen Fähigkeiten-Dinger. Weil später bist du auch wieder voll am Senkel. Wir sind hier immer am Senkel. Boah! Vorsicht, Vorsicht, die sollten wir nicht verdödeln. Boah, da kommen aber schon kräftig Aliens. Ja, jetzt. Ja, weil wir so lange gewartet haben wahrscheinlich. Dann werden die natürlich noch schärfer. Ja, die wollen den extra spicy shit. Den extra Sarfen Burrito. Oh geil, ich habe hier eine Mündungsbremse. Oh, bumm, ja, die Alter, hier gepuncht. Wie gepuncht? Ja, die goldene Gun. Die Golden Gun. Wow. Ich werde hier gerade ein bisschen hart geraped.
Ich bin dran. Du? Ja, ich bin dran. Ich habe mehr Intelligenz, weißt du? Mehr Intelligenz geskillt. Ja, genau. Ich bin Mark, ja, doch, natürlich. Guck mal, wie die Dinger hier durchdrehen, die Nippel. Die kleinen Nippel. Die kleinen Nipplis. Ja. Ja, stell mal vor, Aliens würden die Erde angreifen und irgendwer sagt, komm, wir nennen sie Nippel. Weißt du? Dort, in der Ferne, ein Nippel. Oh, seht ihr diese riesigen Nippel dort? Was? Scheint kalt zu sein, die Nippels kommen. Alles klar, wir haben es hinbekommen. Wie er hier noch am Bohrer rumgekaut hat. Boah, ich bin Level 12. Aufsatz für die Waffe nicht zulässig. Ja. Holographisches Visier habe ich jetzt bekommen. Holographisch. Wohin als nächstes? Hier drüben. Wollen wir andrücken, ja, oder? Sonst kommen eh nur hier die kleinen Pisser und gehen uns auf den Senkel. Naja, wenn du dich traust. Na, ich habe die Hosen voll Schmalz. Laden Sie 60 Sekunden Ihre Waffe nicht nach. Toll. Okay, dann einfach jetzt nur rumrennen, ne? Einfach nur rumrennen. Und ja, den hier schlitzen, am Bohrer ein bisschen schlitzen. Ja, schaffen wir schon. Du darfst nur nicht nachladen, schießen darfst du ja. Ja, aber lieber mache ich erstmal alles mit Schlitz. Guck mal, hier ist doch gar kein Problem. Ja, also die kriegen wir ja... Wieso gescheitert? Was hast du gemacht? Ich habe nicht nachgeladen. Klar hast du nachgeladen. Nein, ich habe nicht nachgeladen. Hast du so eine Single-Shot-Geschichte? Vielleicht lädt die dann automatisch irgendwie durch. Oder du hast die Waffe gewechselt, die leer war. Ah, shit, das war nämlich easy. Weil ich mach das Ganze gerade irgendwie immer noch mit der Klinge. Ich meine, der Bohrer hält ja sau viel aus. Wenn es hart auf hart kommt, einer gibt Deckung und der andere repariert. Ich meine, jetzt kann ich eh schießen, aber trotzdem. Das hätten wir easy hinbekommen. Der Bohrer hat die Hälfte geschafft. Drama. Was später halt extrem wichtig ist, sind Geschütze. Später. Puh. Ich meine, ich war ja in der Mission schon bis am Ende. Ja, bis wirklich... Da war ich auch dabei. Eigentlich alles damals. Genau. Wir waren schon mal beide bis am Ende, aber dann die Flucht. War die nicht irgendwie abartig? Ja, aber die haben wir beim zweiten Versuch oder so, haben wir sie dann letztendlich doch geschafft irgendwann. Nee, ich glaube nicht. Doch, ich habe sie auf jeden Fall einmal geschafft. Ich habe den Erfolg, das ist das Einzige, was ich für mich habe. Du hast es geschafft? Ich glaube, ich habe es nie geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass die Flucht extrem heftig war. Alter! Warst du nicht der Typ, der sich da mit Butter eingerieben hat und gesagt hat, ich flutsche? Nee, das warst du. Doch, ich erinnere mich. Moment mal, hat da nicht dein Bruder mitgespielt? Ja. Ah, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Stimmt. Hat der dich nicht sogar mit Butter eingerieben? Nein. Oh, mein Geld ist auf Maximum, sehe ich gerade. Ich dachte die ganze Zeit, warum bringen die kein Geld? Spezialmunition, hier. Ich bin so reich, Mann. Schmeiß mal ein bisschen Moon. Oh nein, ich werde sterben. Hier drüben ist Moon. Don't push me. So, hier, easy. Heftiger Widerstand, ich hab's dir doch gesagt. Heli ist unterwegs. Ich glaube, jetzt haben wir dieses Nest, wo wir wirklich nur rein bomben müssen. Ja, ich glaube, da müssen wir hier die ganzen Dinger erst reinschmeißen, bevor wir starten. Hier, die ganzen Tanks, Alter. Alle auf einmal oder eine nach dem anderen? Also ich schmeiß einfach alle auf einmal rein, oder? Weiß nicht. Toy Story 3. Nicht alle auf einmal. Was hat er gesagt? Alle auf einmal. Alle auf einmal. Hier steht doch bestimmt noch irgendwo einer rum, da hinten. Na, hier waren doch die ganze Zeit welche. Wir haben doch eigentlich gespart. Hart ja, gespart. Boah, jetzt kommt doch diese Skorpione, oder wie die hießen. Hießen die Skorpione? Die, wo so spucken. Naja, gut, die haben einen Stachel hinten drauf. Oh, oh. Skorpion! Warte noch ein bisschen. Okay, jetzt? Soll ich draufschießen? Ja, mach. Oder? Ja. Ja, Skorpione, genau. Boah, 200 bringt Mr. Scorpion. Hey, hier drüben ist eine Falle, die kannst du mal aktivieren. Und ein Geschütz wäre vielleicht ganz klug. Weil die Geschütze sind ziemlich nice. Ey, der will mein Geschütz essen! Kreis! Was denn? Verteidige es mit deinem Leben! Ich habe hier ganz üble Einbrüche im System, Alter. Jetzt brennt und Aliens und... Das ist richtig heftig, ne? Da geht voll die Show hier ab. Halten Sie X zum Suchen? Suche. 250 Mücken habe ich gefunden. Krasser Typ. Bohrer müssen wir nicht ansetzen, oder wie? Nee. Wir können aber mit draufschießen, dann geht's schneller.
Also man kann das Ganze beschleunigen. Das weiß ich noch. Wir können also hier einfach so mit drauf und dann machen wir natürlich auch Schaden. Aber hey, es ist die erste Runde. Es ist halt die erste Runde. Das ist ein Warm-up. Das ist nur ein Warm-up. Das ist nur ein Warm-up. Deswegen auch das Feuer. Ja, wir wollen es ja nur mal wieder anteasern, so ein bisschen, weißt du, dass wir halt auch wieder bereit sind, Oldschool zu spielen. Ich weiß nur, wenn der Heli zu viel Schaden nimmt. Ja, hier, hier, hier. Irgendwo ist einer. Boah, hier drüben. Am Diner Shield. Ah, jetzt geht der eine hier einmal zurück. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Er hat zu viel Beschuss. Boah, die Knarre hier, die ist eigentlich auch verdammt gut. Weil mein Schwein ist schon wieder voll. Hier, nimm mal ein bisschen Mumpe. Irgendwer hat mich hier angespuckt. Weil ich mache hier so viel Geld. Wo hast du Mumpe hingestellt? Direkt vors Nest. Alter. Ich bin so scheiße reich. Ich bin so scheiße reich, aber du schützt dein Geschütz nicht. Ah, ich hab da immer mal wieder so einen. Haben so einen linken Hoden drauf. Mäßig irgendwas Cooles? Nee, ne? Granaten? Nee, ich glaub nicht. No, mein Geschütz. Aber ich glaub, das wäre eh jetzt leer gegangen. Nimm mal hier noch so einen Tanky. So, hier, zack. Voll auf die Eichel geben. Was hab ich mal hier? Boom. Na. Ah, ich muss beim nächsten Mal noch. Kleine Teile. Oh, warte mal, Ich bin. Ich werde hier gerade ganz schön gelunzt. Ganz schön hart gelunzt. So, ich habe schon wieder Maximum. Hier ist Rüstung. Hättest du eine Weste nehmen? Hättest du mir aus? Boah, meine Pistole, meine Standardpistole ist so nice. Ich spiele gerade nur mit der Standardpistole und es läuft. Aber richtig gut. Echt, was hast du für eine Pistole? Grach. Grach? Grach. Mach keinen Krach. Ich mach keinen Krach, ich schwör. Achtung, Rüstung. Boah, die Rüstung rettet mir hier gerade wirklich den Nippel. Weil der Nippel, der wäre ab gewesen. Ja. Boah, was denn? Ich hab einen Zahn. Ich hab auch einen Zahn. Wir haben Zähne gesammelt. Wofür sind Zähne? Keine Ahnung, mach mal hier die letzten Dote. Hier liegt Geld, das sammle ich ein. Oh, hier ist wirklich Geld. Moment, bevor du es einsammelst, gib alles aus. Nö, Rüstung, Munition. Ruhig bleiben. Wir müssen hier noch ein paar Nester ausschalten. Brauchst du noch Munition? Hier, ich habe alles hingelegt. Ach, ja, guck mal, ich muss erstmal hier Skills verteilen noch, Junge. Auf jeden Fall die Geschütze, die sind später very important. Erhöhter Schutz brauche ich auch. Ja, jetzt sind wir hier in diesem kleinen Village. Better Call Bix. Da oben war ein Vetter. Was gibt's denn hier? Ich geh mal Bix callen, ja? Call mal Bix. Soll ich hier schon die nächste Challenge aktivieren oder willst du irgendwas hier noch checken? Müssen wir ja, oder? Ja, komm. Oder komm mal ran. Besonderes? Nee, hau ran. Meinst du, hier gibt's auch Easter Eggs? Weiß ich jetzt gar nicht. Boah, keine Ahnung. Ich habe das zwar relativ viel gespielt, aber mich nicht damit so richtig auseinandergesetzt. Weißt du, was ich meine? Hast du ein Sturmgewehr? Okay. Nee. Wir müssen aber 20 hier. Aliens mit Sturmgewehr ausschalten. Du hast eins, oder? Ja. Ja, mach. Ja, aber ob ich 20 packe, ich habe nicht so viel Munition. Ich halte mich zurück, so gut ich kann. Kann ich noch Munition kaufen? Ich kann Munition droppen. Jederzeit. Ach ja, stimmt. Boah, mein Geschütz, das steht in den Flammen. Aber warum? Wer burnt denn hier? Hier drüben. Ein Spucker. 5. Sag mal, waren hier nicht auch so fette Rhinos? Ja, aber die kommen später, die kommen später. Ich meine, wir sind ja erst hier in der ersten Karte, aber später kommt hart der Shit hier noch. Wirklich hart. Nein, habe ich jetzt eine andere Waffe gekauft? Oh. Also irgendwie geht die Zahl aber auch nicht immer weiter. Hab aus Versehen eine andere Waffe gekauft. Alter, wieso? 8. Hier drüben, vielleicht ist meins auch. Hört man es dazu? 9? Hast du eben gerade was getötet? 10? Ja. Oh, ich habe keine Moon mehr. Aber warte, ich hole mir hier... 11? Okay, die geht. Die geht. Ich kann auch töten. 12? Komm, das schaffen wir doch noch. Ist noch erst bei der Hälfte.
Weil wir brauchen Punkte, wir brauchen unbedingt die Skillpunkte. Auf jeden Fall brauchen wir die guten Geschütze. Geschütze sind mucho importante. Der Bohrer hat die Hälfte geschafft. Mucho macho importante. Der Bohrer hat die Hälfte. Okay, zwei Stück noch mit Sturmgewehr. Zack. Boah, wie sie wegfliegen. Zack. Direkt hier einen Punkt bekommen. Ja, sicher. Der wird gar nicht lange rumgeeiert. Direkt einen rausgedrückt. Warte, hier konnte man irgendwas finden. Irgendwas war hier mal. Eine Konsole oder sowas. Doch, hier drüben. Hier, ein Laptop. Ah, ein Kampfhubschrauber konnte man hier holen. Stimmt. I remember this. Die sind ein bisschen härter. Die sind ein bisschen härter hier, ne? Junge, Bohrer. Ey, hier draußen sind übelst die Fucker. Wow, der hat 300 gebracht, ja. Das sind irgendwelche besonderen Bonusficker. Der Bohrer ist übrigens kaputt. Naja, geht. Der hält. Der macht das schon. Stand er nicht, reparieren Sie? Ja klar, du kannst ihn reparieren, aber trotzdem, wir sind ja gleich durch. Er ist bei 65, das hält der schon. Ey, die Pistole ist so gut. Also auf jeden Fall die hier nehmen. Ja, du hast ja auch mit krasser Special-Munition. Ja, aber trotzdem, die schießt auch wahnsinnig schnell. Ziehst hier rein. Wo will der denn hin? Ist mein Geschütz schon wieder down? Ja,